Hallo meine lieben YouTubis und Hundefreunde und natürlich auch vegane Hundefreunde hier gerade insbesondere. Ich werde in letzter Zeit doch wieder sehr, sehr häufig gefragt, was Milo und Joffy, meine beiden Parson-Russell-Terrier, denn als vegan ernährte Hunde für Fertigfutter bekommen, wenn sie denn Fertigfutter bekommen und nicht also frisch gekochtes oder Obst, Gemüse, wie auch immer. Worauf ich da zurückgreife. Also da Milo, der ist ja jetzt ein Jahr alt, hat jetzt, seitdem ich ihn von klein auf habe, das Welpenfutter hier, Papi Original von Benevo bekommen. Und das ist glutenfrei, es ist weizenfrei. Das ist auf Sojabasis und ich muss sagen, damit hat er sich bisher ja super entwickelt. Und das wird für Hunde gefüttert, bis sie 2 Jahre alt sind. Und dann kann man eben halt auf das andere Benevo für erwachsene Hunde umsteigen oder eben halt ein anderes Erwachsenenfutter füttern. Ja, das kriegt er und zur einen Hälfte und zur anderen Hälfte kriegt er hier von Amidog das Small Size Love Every Day Trockenfutter, sind kleine Pellets sind das für Mini, eben Small Size. Es gibt es auch noch in größeren Kroketten, normale, aber das kriegt er nicht, das ist eher was für erwachsene Hunde, wobei, und dieses hier ist eben halt wo auch für Welpen geeignet, von der Zusammensetzung her, das für die größeren Pellets für erwachsene Hunde sind noch ein bisschen anders zusammengesetzt und deswegen kriegt er jetzt eben halt dieses Mini und da mache ich mal halbe-halbe. Und manchmal kriegt er das trocken oder er kriegt es eingeweicht oder mit Babybrei oder irgendeinem anderen Gemüse eingeweicht oder auch vom Essen drüber. Also da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. So. Und der Joffy, der ist ja 10 Jahre alt jetzt, der war ja immer sehr empfindlich, auch was Magengeschichten anging und hat viel Fressen verweigert und gespuckt und Gras gefressen. Der kriegt eben von Amy Dog dieses Small Size. Oder eben halt auch das, oder hauptsächlich das Normalgroße, mit den normalgroßen Pellets. Und auch da wird viel auch eingeweicht bei ihm, wenn das ein bisschen warm ist, mit warmem Wasser. Ja, und das kriegen eben halt meine Hunde, wie gesagt, das Welpenfutter für den Lütten, das Amidog-Futter für beide und für erwachsene Hunde. Ab und zu gibt es dann auch noch mal eine Dose. Da hat Amy hier so eine Dose. Da sind so Bohnen drin und Mais und Gemüsestückchen und ja, im Grunde genommen auch das, was man selber kochen könnte, aber das ist eben halt so mal auf die Schnelle oder wenn man gerade nichts anderes da hat, dann kann man hier auch mal so eine Dose aufmachen. Sind natürlich recht teuer, aber ab und zu kann man das mal dem Hund gönnen, finde ich so. Und das bekommen sie dann eben, aber ganz selten. Also ich mache ganz selten mal eine Dose auf. Und genau das gleiche gilt für dieses Benevo-Nassfutter. Das ist auch Complete Food for Cats and Dogs. Für Hunde und Katzen. Das mögen sie auch sehr gerne, aber eben halt ja, gibt es auch nicht so oft. Das ist dann wieder ein bisschen auf Sojabasis. Und ja, das ist das Fertigfutter, was meine Hunde im Moment bekommen. Beide entwickeln sich wirklich sehr, sehr gut. Auch Joffy, der sieht gut aus. 10 Jahre alt, topfit. Wir waren, also jeder will, oder jeder sagt, oh Gott, was, der ist schon 10, der sieht aus wie 2 oder 3. Der ist so gut aufgestellt und auch auf der Schau hat man ihn wirklich, für einen 10-jährigen Hund hat man gesagt, der ist super. Und Milo auch, also er hat sich super entwickelt mit den beiden Futtersorten hier. Als Beweis, da haben wir ihn nochmal. Ne? Knabbel, knabbel. So. Ja, das war es dann eben von meiner Seite, um jetzt eben halt die doch oft gestellte Frage zu beantworten. Wenn ich Fertigfutter fütter, was bekommen sie dann, die beiden Jungs? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat oder nicht informativ für euch war, gebt mir einen Daumen nach unten, abonniert meinen Kanal, schreibt Kommentare, lasst von euch hören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.